Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Pech oder Zeit. Die eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA stellt die Investmentgeschäfte der UBS teilweise unter staatliche Aufsicht. Denn da war ein Riesenproblem bei der UBS. Da herrschte einfach ein riesiger Zauladen in London. Es sind eklatante Kontrollversäumnisse, die in keiner Art und Weise zu akzeptieren sind. Das Gespräch mit einem Experten. Die Kritik der FINMA an den Geschäftspraktiken der UBS in London ist ein außergewöhnliches Dokument. Der Ökonome Maurice Pedagnana lehrt an der Hochschule Luzern und auch er habe ein solches Dokument von der FINMA noch nicht gesehen, sagte er im Gespräch. Nein, das hat eigentlich meine schlimmsten Erwartungen übertroffen. Ich habe den Prozess mit Herrn Adeboli verfolgt und habe geglaubt, er hätte sich da am einen oder anderen Ort etwas aus dem Fenster gelegt. Aber wenn ich heute sehe, was die FINMA verlauten lässt, so muss ich sagen, da herrschte einfach ein riesiger Zauladen in London. Es sind eklatante Kontrollversäumnisse, die in keiner Art und Weise zu akzeptieren sind. Wo stinkt der Sauladen am meisten? Also es beginnt natürlich ganz oben. Es geht gar nicht, dass Berichterstattungswege unklar sind, dass Verantwortlichkeiten offensichtlich zu Verwirrung geführt haben, dass Vergütungssysteme eklatant versagt haben und dass alle Verteidigungslinien, internes Risk, internes Controlling, internes Compliance, internes Audit, externes Audit und die Aufsichtsbehörden in New York, das FED, in London, die FSA, die alle haben versagt. Und das ist in der Summe nicht nachvollziehbar. Hat auch die FINMA versagt? Denn eigentlich ist ja erst auf den Fall gestoßen, nachdem der Fall Adeboli aufgeflogen ist. Ja, diese Frage muss man sich sicherlich stellen. Ich glaube, die Risikogläubigkeit, der Glauben an die Risikomodellierung bei der EBK früher und auch heute noch bei der FINMA, der ist schon immer noch vorhanden. Und da hat grundsätzlich 1996, 1997 sozusagen der Sündenfall begonnen. Man hat begonnen, den internen Risikomodellen zu glauben und aus regulatorischer Sicht hat sich bis heute nichts daran geändert. Nun hat die FINMA ja zu einer drastischen Maßnahme gegriffen. Es kommt zu einer staatlichen Aufsicht von Teilen des Investmentbankings. Gab es so etwas schon einmal in der Geschichte? Nein, in dieser Schärfe hat es das noch nie gegeben. Ich frage mich aber, ob dies wirklich der gute Weg ist. Die FINMA etabliert sich sozusagen als Schattenverwaltungsrat. Sie hat die Möglichkeiten, operativ einzugreifen, wo die FINMA bisher gerade eben bewusst Wert darauf gelegt hat, dass der Verwaltungsrat strikt nicht operativ eingreifen darf, positioniert sie sich selbst nun in eine Rolle, in der sie ungeheure Verantwortung auf sich nimmt, und zwar Verantwortung für das operative Geschäft der UBS. Aber warum? Sie kontrolliert ja eigentlich nur die möglichen Geschäftsmodelle. Für das operative Geschäft ist am Ende dann die UBS zuständig. Ja, aber die Genehmigung von neuen Geschäften, das hat eine eminente operative Bedeutung. Wenn Sie ein Geschäft A und ein Geschäft B genehmigt haben und dies zu kombinieren beginnen, so ist bereits die Frage, ist es ein neues Geschäft oder nicht? Und da kann man als FINMA aufgrund dieser Sofortmaßnahmen gar nicht mehr anders, als sich extrem stark in das operative Geschäft einzuleben, einzuwirken. Man kann das nicht mehr von Bern aus an der Einsteinstraße machen, sondern sie wird sich mit Büroräumlichkeiten in der UBS selbst etablieren müssen. Und das ist meines Erachtens ein gefährlicher Zug einer Finanzmarktaufsichtsbehörde. Was wäre dann der richtige Weg gewesen? Letztlich ist die Frage, ist eine Großbank wirklich ein geeignetes Gebilde für eine kleine Volkswirtschaft wie die Schweiz? Ich bin davon überzeugt, dass ein Zerschlagen dieser großen Gebilde adäquater wäre, als sich so weit zu entwickeln, dass man nun operativ in die Großbanken hineingreift und hineinwirkt. Das ist wirklich aus ökonomischer Sicht nur eine zweitbeste oder allenfalls sogar drittbeste Lösung. Nun folgt die FINMA ja nicht ihrem Rat, sondern hat ein anderes Modell gewählt. Kann die FINMA eigentlich das, was sie tun muss? Also hat sie genügend Leute oder Know-how?
Ja, diese Frage muss man sich stellen, insbesondere auch im Verwaltungsrat, aber auch in der politischen Aufsicht. Wir haben ja jetzt gerade gesehen, dass in der UBS Kontrollmechanismen von einem Händler, der in London ist, nicht von New York wahrgenommen werden können. Und da frage ich mich schon, wie soll es geschehen, dass sich von Bern aus die Aufsicht der Tätigkeit in London oder New York, wo sie am risikoreichsten sind, wahrnehmen kann. Die FINMA darf nicht jetzt den Fehler begehen und zu sehr von der Distanz aus eine Kontrollfunktion ausüben, sondern wenn sie diese Verantwortung übernehmen will, dann muss sie aber vor Ort sehr gut vernetzt mit dem FED in New York, mit der FSA in London zusammenarbeiten und vor Ort in die Räume hineinsitzen und diese Aufsicht wahrnehmen. Ansonsten wird sich nichts zentral verbessern. Kommen wir auf die Pressemitteilung von heute zurück. Wenn man das liest, was die FINMA geschrieben hat, dann muss man die Ankündigung der UBS von vor 2 Wochen, das Investmentbanking massiv zu reduzieren, schon ein bisschen anders lesen. Das war nicht freiwillig. Ja, das war bestimmt nicht freiwillig. Vor allem war der Titel etwas schön gefärbt, wenn man von einer beschleunigten Strategieumsetzung aus einer Position der Stärke redet, so muss man sagen, die Position im Investmentbanking war eine eklatante Schwäche, auch gegenüber den Regulatoren. Und deshalb muss man aber nicht sagen, dass die Strategie per se schlecht ist. Sie ist gut, sie ist aber bereits erfolgt unter dem drohenden Beil, Fallbeil und Urteil der FINMA. Maurice Pedernana ist Professor an der Hochschule Luzern.